Cornet de Semeillier. Schwarzbrauner, US-international gezogener Hengst des Jahrgangs 2015. Vom Cornet Obolensky, Diamant de Semeillier, Sandro, Corps de la Brière. Gezogen von Michael Schwarz aus Zierenberg. Die Entdeckung der US-Körung 2017. Sportler durch und durch, Typ markant und von klarer Leistungsaussage. Auf der Körung überzeugte er durch famoses Springen hinsichtlich Vermögen, Beintechnik und Baskül in vollkommener Natürlichkeit. Cornet de Semeillier war bereits hochprämiertes Elite-Auktionsfohlen in Vechta, ehe er das Parkett anlässlich der Körung wieder betrat. Das Parcours-Talent ist ihm quasi in die Wiege gelegt worden, denn sowohl Vater als auch Großvater und Urgroßvater zählten zu den weltweit erfolgreichsten Springpferden ihrer Generation. Vater Cornet Obolensky gilt schon heute als einer der weltweit besten Springvererber der Neuzeit. Er brachte bisher 288 S-Springpferde mit einer Nachkommen-Lebensgewinnsumme von über 6,79 Millionen Euro. Zahlreiche Nachkommen springen in der internationalen Global Champions Tour auf 1,60 Meter Niveau. Bisher stellte er über 80 gekürte Söhne und war sportlich selbst hoch erfolgreich. 2008 zählte er unter Marco Kutscher zum deutschen Olympiaaufgebot in Peking. Der Muttervater Diamant de Semeillier gewann unter Eric Levallois auf der Weltmeisterschaft den Jerez Team Gold und holte ein Jahr später auf der Europameisterschaft Team Silber. Konsequent auf Leistung gezogen, war er mehrfach Bestsire of Young Horses auf dem französischen Championaten in Fontainebleau und blickte auf eine ganze Armada internationaler Spitzenpferde. Aktuell rangiert er auf Platz 2 der WBSFH-Weltrangliste Springen und ist einer der Top-Hengste in der Gestellung von internationalen 1,60 Meter Pferden. In dritter Generation folgt der international erfolgreiche Halbblüter Sandro, der in der modernen Reitpferdezucht als Stempelhengst von epochaler Bedeutung gilt. Mit dem Linienbegründer Corps de la Brière, Landlord und Camisso sowie Farnese stehen bedeutende Vererber der Holsteiner Leistungszucht auch in der fallenden Ahnenfolge, mündend in den Stamm 306. Cornet de Semeillier. Vom Cornet Obolensky, Diamant de Semeillier, Sandro, Corps de la Brière.